Hey, willkommen bei Erdbewohnt. Mein Name ist Axel und heute geht's wieder ab in den Garten. Ja, mal kicken, was heute kommt, weil eigentlich habe ich gar nicht genug Material, aber ich muss ja immer noch, ein bisschen was sägen und der muss irgendwo hin. Also wieder irgendwie Holzlager bauen mit ohne Material. Also muss ich das nehmen, was irgendwie herumoxidiert und das ist komisches Zeug. So, das ist das alte oder beziehungsweise eigentliche Holzlager und ich habe nur diese komischen, ziemlich verwitterten Konstrukte mit zwei Stangen, die auch schon, nicht mehr allzu gut aussehen. Und das muss dann irgendwie kombiniert werden mit dem einzigen bislang stehenden Holzlager. Einziges Problem hier, daneben steht hier noch so was Jasminiges. Sollte eigentlich nochmal durchkommen, aber nimmt jetzt Platz und davor wächst ja auch noch einige davon. Daher ausbuddeln ist richtig übel mit dem Zeug. Deswegen bin ich überlegen, ob ich jetzt hier die einfache Variante mache und ihn hier zersäge, zerhacke. Ja. Hacken wird bestimmt nicht so einfach. Ne? So ungefähr habe ich mir vorgestellt. Die beiden hier unten natürlich dann, aber sie ein paar Steine weg finden oder so weit hier runter die einlassen und dann werde ich mal hoffen, dass das hier genauso abschließt, weil die kann ich hier zum Glück annageln. Also wie ich das hier noch verbinde, mal gucken, das steht ja jetzt hier nur so mal zum Spaß, so zum Angucken, zum Erklären. Das habe ich mir jetzt vorgestellt, mal gucken, ob es am Ende auch so aussieht. Wurzeln, wer hasst sie nicht? Jetzt der Stein, nein! Ich bin hier oben gleich. Hier ist so ein bisschen größerer Stein, aber der lässt sich bewegen. Ach du Scheiße! Jetzt wird es ja wieder abgefahren. Warum auch immer, musste natürlich hier mit einer endlos langen Stahlkonstruktion verbunden sein, die mal gucken, wo endet. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Noch kaputter gemacht, als es vorher schon war. Bei dem ist es aber nicht so wild, das ist eigentlich. Jetzt steht es soweit halbwegs ohne Bindung. Und damit das so bleibt, werde ich das jetzt erstmal festnageln, damit das so stehen bleibt. Ja, das Loch ist natürlich jetzt etwas größer geworden. Ich habe nicht genug Erde, deswegen muss ich andere Steine jetzt einfach mal einfügen. Habe ich aber zum Glück ein, zwei von. Ja, auch gut. So ja sehr gut eigentlich. Glück im Unglück würde ich sagen hier. Kann ich hier runter? Hier oder? Guck mal. Na dann, auf zu Plan E. Haha. Ja, ich habe das jetzt erstmal so hingelegt, um zu checken, ob das auch von der Größe her passt und das scheint zu passen.
Muss ich jetzt bloß noch anbringen. Eine Sache ich natürlich vergessen. Hier oben. Ich hätte gleich mit wegsägen müssen. Ja. So ziemlich genauso groß wie der andere. Und da hat er auch noch seine Überraschung parat. Es waren nur Wurzeln und Steine. Und Stahl. Wurzel, Steine und Stahl. Okay. Muss ich ja bloß noch befüllen. Ich habe eigentlich schon was anderes vor. Wenn ich das nicht aufnehme, sage ich jetzt schon mal. Egal. Bis zum nächsten Mal. Falls ich es dann noch aufnehme, sehen wir uns ja gleich wieder. Also bis gleich. Kleiner Tipp. Ist ja eigentlich nicht wirklich ein Tipp, aber. Gut. Ich drehe die dann mal ein Stück. Also einfach mal immer ein Kehlstück drehen. Tut es hilfreich. Ja, zugegebenermaßen ein Tag später. Ich habe den Nachmittag gestern noch anderweitig verbracht, aber Silky Rock. Scheiß Werbung, wa? Aber ja, nicht mit der Kettensäge. Alle fein? Mit der Säge. Mit einer Klappsäge. Mit einer kleinen. Dann musste der Bus gehackt werden. Naja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Woran sieht man, dass man Handschuhe anhatte beim Arbeiten? Keine Ahnung.